die Idee mit der Insel, als ich zum ersten Mal davon hörte, hat die mich fasziniert und hat mich eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Ich habe noch nie gezeltet. Meine gesamten Bekannten haben mich verfolgt erklärt, mitzufahren. Es gibt so Zeiten, an denen ich mir die Muse Artokos anzugucken und mich daran zu erinnern, wie das so war damals mit all unseren Ideen und Träumen und Vorstellungen, die wir so hatten. Griechenland, Silvestermorgen 1978. Ein Boot nimmt Kurs auf Athokos. Mit einer Expedition zu dem unbewohnten Eiland im Ionischen Meer beginnt die Geschichte von der Trauminsel. Wahnsinn irgendwie, also sich vorzustellen, dass das hier, dass wir da einfach schon mal wohnen werden. Hier hat jemand Sekt. Salute! Auf die Insel. Wir haben total weg. Der 12-köpfige Erkundungstrupp wollte herausfinden, ob sich das Land für eine Besiedlung eignet. Die Vorhut von über 200 Inselanwärtern, die einem Aufruf des Kölner Künstlers Viggo Buller gefolgt waren. Wir suchen rund 100 Leute, die verrückt genug sind, mit uns eine Insel zu bevölkern, ein eigenes gesellschaftliches Konzept zu entwickeln und zu leben. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, mir ist das alles zu steil. Die Euphorie tritt noch nicht so richtig ein. Damals habe ich die Anfänge des Aussteigerprojekts mit meinem Kameramann begleitet und einen Film über die Entwicklung der ersten 15 Monate gedreht. Nach 3 Jahrzehnten bin ich zurückgekehrt und möchte herausfinden, was aus dem Experiment geworden ist. Jetzt sind wir hier auf Ithaka gelandet, ganz anders, als wir es eigentlich gedacht haben. Und es liegen ungefähr 30 Kilometer zwischen Athokos und uns und 30 Jahre zwischen diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Baum da oben, rechts. Ich meine, der linke davon oder der da drüber, da liegt der Bernd. Wir haben den Bernd hier begraben. Der wollte nämlich da oben ein Haus bauen und da haben wir ihn dann begraben, 1995. Da liegt mein Vater. Landung in der Sarakiniko-Bucht. Anke ist hier aufgewachsen und kehrt immer wieder zurück. Heute ist dieser Flecken Erde für sie eine Idylle. 4 Buchten, 800 Olivenbäume, dazwischen versteckt rund 40 Hütten und Häuser. Vorübergehend leben hier an die 50 Menschen, davon ungefähr 16 ständig. So wie Romy und Christian mit Tochter Lea, Pioniere der ersten Stunde. Weißt du, wenn du zurückgucken kannst, auf so lange Jahre, ne, ich weiß nicht wie viele Jahre, 28 Jahre, und du kannst im Nachhinein sagen, dass du keinen Tag von all den Jahren missen möchtest, im Guten wie im Schlechten, dann was soll man da noch sagen? Das stimmt dann einfach. Wir wollten nicht ins Paradies, sondern wir wollten der Hölle entkommen. Das ist, was wir wollten und was wir auch geschafft haben.